Weißt du, wann der Eingang kommt? Nee, hier ist super. Gerold sagte, hier ist gleich direkt das 30 Meter Loch. Was? Wenn keiner redet mit mir, dann gehe ich alleine. Bitte? Ich bin jetzt schon drin. Welcome to hell, Leute. Ich muss mal gucken, nicht, dass hier gleich die GoPro ausgeht. Wir machen das, damit ihr das zu Hause nicht nachmachen müsst. Oh mein Gott. Ja. Ja, gut, dass wir das Sauerstoffmessgerät mit haben, ne? Oh, hier wird der Falk gleich Probleme bekommen mit seiner Kamera. Sag mal nach oben, dass es sehr glitschig ist. Das, also, alles klar. Schaut mal hier, wie das Gestein gebrochen wurde. Richtig sauber gearbeitet. Bleib du mal da, falls ich gleich ersticke, dass wenigstens mein Vermächtnis weiterlebt. Du. So Leute, wir sind jetzt im Stollen drin. Puh. Hier war irgendein Raum, noch irgendwelche Befestigungsösen. Der Gerold hat ja einen Plan. Schau mal, wie glatt die Decke ist. Ich muss gleich den GoPro-Akku wechseln. Von daher wird es gleich einen Cut geben, gleich einen plötzlichen. Ich lasse einfach mal die GoPro so lange laufen, wie es geht. Originale Isolatoren. Und hier schienen damals Schienen gewesen zu sein. Also Loren für Munition. Was wir hier finden. Das ist so krass. Einfach nur ein Raum. Oh, hier ein Overnight, Leute. Oh, nicht schlecht. Cool, oder? Vor allem sauberer als gestern. Da war ja alles voller Lehm. Boden aufgeweicht. Zack.
Mord. Stützen oder Rohre? Das ist eher Rohre, ne? Schnüffelstück Messing oder Chrom. Kupfer ist das. Ist nämlich grün angelaufen innen drin. Ich weiß nicht, wo man es. Hier, da. Ein Schnüffelstück. Ist bei Ihnen schon mal ein Schnüffelstück gesetzt worden? Ein was? Das sind auf jeden Fall Flaschen von damals. Verschüttet. Oh Leute, es ist so warm. Es ist einfach so warm. Hier, Kupferleitung. Ja, irgendwo zieht's, ne? Aber die ist moderner. Boah, riechst du das? Boah. Puh. Richtiger Raum hier. Guck mal, mit Gebläse. Die Sauerstoffversorgung, also das Gebläse, mit Filter sogar. Guck mal, mit Filteranlagen. Das sind Filter, ne? Ja. Nicht schlecht. Da ist ja ein Griff. Aha. Habe ich gerade auch gemacht. Ofen, oder? Oder Gulli, ne? Ich geh. Kannst du hier machen, was du willst. Raum. Wie viel Abraum hier einfach in der Mitte liegt. Die Frage ist, here comes the wave. Jetzt hat einer seine Käppi verloren. Gerold ist schon nicht mehr zu sehen. Die anderen sind auch noch nicht zu sehen. Ich bin hier quasi gerade ganz alleine und erhole mich gerade ein bisschen von den Strapazen. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich sehe und was mich eigentlich dazu bewegt. Ich muss mal den Kopf wieder anstecken. Eigentlich nicht unbedingt weitergehen zu wollen. Schaut euch mal hier. Und überall tropft ja das Wasser durch. Bedeutet, man muss nur oben gegen kommen, dann kommt die komplette Decke runter. Da habe ich jetzt nicht so große Lust drauf. Hier auch. Ja. Von daher. Naja, aber wir werden nicht ewig leben. Und wenn, dann habe ich 43 Jahre gut gelebt. Lebendig kommt ja keiner von uns hier lebend raus. Ne? Die Frage ist halt nur, wie es vorbeigeht. Ob langsam, schnell, elendig, plötzlich, erwartet, mit Angst, ohne Angst, Frieden gemacht mit seinen Liebsten oder nicht, mit sich selbst.
Gutes, Frieden mit mir selbst und mit meinem Liebsten habe ich gemacht. Puh. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, gebe ich euch den freundschaftlichen Rat, macht das. Da ist Georg wieder. Alter. Alter. Mega. Ja, es ist gigantisch. Klimatisieren. Das waren damals die Holzabstützungen für diese Gänge mit Betonung auf Waren. Puh. Das ist gigantisch, Leute. Es ist einfach gigantisch. Auch hier überall, wo man dachte, dass es einstürzt, hat man Holzbalken eingebracht. Danke sehr. Es hört einfach nicht auf. Es wird immer gedrungener. Aber Luft wird immer frischer. Schön, dass du das fühlst. Ja, das war mein Furz. Frische Brise. Nee, ne. Oh, hier ist ordentlich vom Hoch. Ordentlich Verbruch. Und hier ist einfach eine Stütze. Ah, nein. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert, mein Freund. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Wir sind jetzt in einem so einen riesigen Schacht. Guck mal, das sind die Leiter. Wir haben hier so eine Leiter gefunden. Damit sind die hoch. Eine Steigleiter. Das sind Psychopathen. Das ist eine Betonblombe, ne? Die ist ein Pamat. Nein. Wir sind jetzt direkt. Wir sind unter einem Pamat. Da, weißt du, wo wir sind? Da, wo wir gerade oben standen. Ja, genau. Nicht dein Ernst. Leute, die sind hier. Das war so eine fucking Steigleiter. Sind die hochgegangen? Boah! Und die mussten ja auch die Munition hochziehen, weißt du? Also, da muss ich ja Eier haben, ne? Die hatten sowieso richtig Eier. Diese Jetzt ist das Geheimnis auch gelüftet von diesen Dingern. Und wie man da hoch bzw. runtergekommen ist. Krass.
Bedeutet, zur Not hätte man einfach diese Steigleiter wegnehmen können. Guck mal, die konnte man ausschieben und dann wären die Angreifer nicht hier runtergekommen. Genau. Schlau, schlau, schlau. Festungsbau, ne? Das hat sich gelohnt, weil ich bin. Ja, hat sich gelohnt. Deswegen kommst du auch von dem Eingang, da wo du gestern in Soville runtergeguckt hast, nicht in den Pamatbunker. So. Den Notweg werden wir euch ersparen. Aber ich zeig dir noch mal, du gehst vor. Ja? Sind hier noch mal ein paar Bohrlöcher. Man hat das also hier per Hand in den Fels reingetrieben. Zeigen wir euch noch mal den Durchschlupf. Mehr ist es ja nicht. Und jetzt sagt ihr uns, wir müssen den ganzen Weg zurück? Ja. Ach echt? Aber es lohnt sich, wenn du hier weitergehst. Ja? Jungfrauen ohne Ende. Hallo. Hallo. Das ist schon ziemlich geil. Da müsst ihr jetzt durch. Alter. Rucksack runter und weg. Kleine Rettungsaktion für den Frosch, der hier unten irgendwo eigentlich nicht hingehört. Ne? Nee. Na komm, Baby. Jo, dich bringen wir nach oben. Okay, komm. Oh, das ist ganz kalt. Ich weiß nicht, aber die machen ja auch Winterruhe, ne? Ja. So, packen wir den hier ganz vorsichtig ein. Wir legen den jetzt so lange hier rein. Na? Bringen wir den mal nach oben, ne? Ja. Das ist eine geile Reise. Ja. Oder? Was sagst du? Den kriegen wir raus, oder? Ja. So, hier sind wir gerade durchgegangen. Da kommen wir her. Da geht es nach draußen. Und hier ist irgendeine Installation, die wir nicht zuordnen können. Und ein weiterer Gang, wahrscheinlich auch ein paar Marktstellungen. Sieht aber ziemlich verbrochen aus, ne? Ja, ist komplett. Aber ganz kranke gehen da auch lang. Aber da habe ich einfach keine Kraft mehr. Und übertropft das Wasser durch, ne? Direkt vor meinen Augen, kleines Detail, eine Kupferleitung. Und irgendwas drum. Sieht aus wie Ölpapier. Und da drin war das eingewickelt. Oder Ölpapier vielleicht sogar. Da ist das Kupferkabel. Leute, ich bin gerade da vorne. Ich habe hier gerade im absoluten Dunkeln gesessen. Und ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Aber alleine
das Gefühl gerade, dass die zu 60, 70 Meter von mir entfernt sind, hat gereicht, dass ich hier wirklich, Panik ist falsch, Angst ist auch falsch, aber es war richtig unheimlich. Es war wirklich richtig unheimlich. Und das, obwohl ich quasi das Taschenlampenlicht noch gesehen habe. Überleg mal, wir sind ja hier gerade in Höhlen drin, die von Menschenhand gebaut wurden. Und die sind ja dafür da gewesen, um von der einen Kampfposition zur nächsten zu kommen. Beziehungsweise zurück ins Fort. Und was die Leute damals hier gefühlt haben müssen, als sie hier unter Tage waren. Und das war ja nicht irgendwie ein, zwei Tage, dieser Krieg. Der ging ja 4 Jahre. Der Lauch wartet. Ist zu? Das Ding ist schon raus, wir müssen ihn wiederholen. Warum geht's weiter? Papi, geh mal schön zurück, ruf mal hoch. So, wir haben Regel Nummer 3 verletzt. Gehe niemals alleine. Scheiße, ist das groß. Okay, schon mal gut. Hier ist Ende Gelände. Ganze Draht hier auf dem Boden. Das ist schon mal ganz gut, weil... Stellt euch vor, hier wäre jetzt noch mal irgendwie 1 Kilometer weiter gegangen. Dann wären wir heute nicht fertig geworden. Dann schaffen wir nur das hier. Dort rechts ist der zweite Ausgang. Ich schrei mal hoch, dann müsst ihr es ja hören. Auch ein Gebläseraum. Genau das gleiche wie gerade, nur halt für die andere Richtung. So. Damit ihr wisst, da kommen wir her, da ist die Filteranlage und hier ist der zweite Ausgang. Ja, da bin ich mal gespannt, wie wir hier hochkommen sollen. Dafür brauche ich auf jeden Fall alle Hände. Das war auf jeden Fall einfach. Das kann ich euch sagen. Kommst du? Ach, du machst Video, ne? Okay. Dann sehen wir. Dann suchen wir mal Falk. So. Ich weiß nicht, inwieweit wir das Video schneiden, aber auf jeden Fall hat Falk einen Frosch gefunden unten in der Kasematte, 30 Meter unterirdisch. Und der Frosch wird wahrscheinlich runtergefallen sein. Und er hat ihn mitgenommen in meinem Rucksack. Ist wahrscheinlich ein Fallgipfrosch. Und wenn ich dann meinen Rucksack irgendwann mal reinige, werde ich wahrscheinlich sterben. Er ist in meiner Mütze drin. Ah, also nein. Wenn werde ich. Ah, du wirst sterben. Ja. Der, nicht, dass er mich anspringt. Nee, nee, ja. Oh, der hat keine Augen mehr. Oder? Nee. Oh, der sieht aber süß aus. Ja, ne? Oder? Ja, so ein ganz, ganz possierliches Kerlchen. Hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Der wird sich freuen. Und in der Hoffnung, dass er nicht nochmal reinfällt. Ja, wo tun wir denn denn jetzt hin? Einfach hinlegen, würde ich sagen, oder? Ja, hier an die Seite? Ja. Kann er sich hier. Oh, der arme Kerl, ne? Hat ganz schön was mitgemacht jetzt. Ja, das ist bestimmt tief gefallen, ne? Ja.
Man weiß immer nicht, ob die giftig sind, ne? Das scheint eine normale Kröte zu sein, ne? Ich glaube auch. Ja, muss ich schon ein bisschen kriechen vielleicht. Ja. Oh, der sieht schlapp aus, ne? Ja, deswegen. Oh ja, armer Kerl. Tschüss, Freund. Ja, der hat nochmal eine zweite Chance gekriegt. Mhm. Da unten wird er nicht rausgekommen. So eine Tat, dass ich Glück im Leben. Das ist der Butterfly-Effekt. Und bei den Frauen. Ja, hab ich ja schon. Ja. Und Leute, hier oben wird auch ziemlich deutlich, warum die Deutschen damals diese riesigen Festungsgeschütze hatten, also um Festungen einzunehmen bzw. sturmreif zu schießen. Wir befinden uns ja jetzt mitten auf dieser Festung, auf diesem Fort. Und hier sehen wir überall riesige Granateinschläge. Und man konnte ja nicht einfach so eine Festung stürmen. Dafür waren sie halt auch gebaut, damit man sie nicht einfach stürmen kann. Die konnten sich halt autark verteidigen und haben auch halt im Sperrverbund gewirkt. Und deswegen haben die Deutschen bis zu 80 cm Geschütze geholt, um hier das Fort zu zerstören und einen Sturmreis zu schießen. Oh Gott, geht ja überall weiter, Leute. Aber die gucken sich gerade oben eine Kuppel an und wir gehen jetzt gerade ganz alleine mal hier lang und schauen, was wir hier noch entdecken. Irgendwelche Blechgebilde. Ja, und diese Anlage hier, die scheint komplett sturmreif geschossen worden zu sein. Und am Anfang dachte ich, die wäre eingestürzt aufgrund von Witterung. Aber nein, das ist alles Beschuss. Das ist alles Beschuss. Es geht überall weiter. Das Ding ist einfach... Nein! Und jetzt bin ich alleine. Die denken wahrscheinlich, ich bin schon Richtung Ausgang. Hier war irgendeine Ausgabe. Und wie sauber und schön das gearbeitet ist. Hier ist Ende. Oder hier war, ist Ende, sonst damals nicht.
Leute, was ganz Besonderes. Eine extrem seltene Trinkflasche oder die Reste davon. Dann ein Granatsplitter. Stellt euch vor, das erwischt euch. Irgendwas Plastiges und ein Schweineschwanz. Und der wurde hier so in den Boden reingedrillt. Habe ich so auch noch nicht gesehen von der Seite. So, damit man das auch wiederfindet, legen wir das da hin. So wie wir das vorgefunden haben. Warte von mir. Und das ist doch wieder eingestellt. Nicht so nah. Jo. Jo, da ist jetzt hinter dran. Auch ausgegraben, ne? Und eine Tasse. Ja? Ich komme. Guck mal, hier ist komplett Kochgeschirr. Ist ausgegraben worden. Guck. Komplett. Ja. Wieder eine schöne kleine. Schöne Farbe, ne? Jetzt sind wir da oben drauf. Das, oder sind das die Dinger, wo man das Gegenteil von dem, was wir gerade gefunden haben, das sind die Kappen dafür? Weiß man nicht, ne? Das ist eine Pfanne. Meinst du, so schwer? Dein Ziel. Ganz sicher, okay. Da vorne ist auch noch so ein Becher. Zeig mal, jo, heb mal hoch. Leg mal auch da jetzt zu. Das heißt, hier gab es die letzte Mahlzeit. Ja. Oh Gott. So Leute, ein Pfund nach dem anderen. Eine Flasche von damals. Wahrscheinlich Wein oder Bier. Richtig gut. Alter, eine Spitzhacke! Nicht zu nah dran. Scheiße! Eine Granate, Leute. Was denn? Ja, geh weg. Alter. Ja. Ist so. Alter, was ist da drin? Alter! Fuck, das ist eine Gasgranate. Woher weißt du das? Wenn die so viereckig ist. Guck. Yo. Alter, direkt. Oh mein Gott, Alter. Und das hat jemand ausgegraben. Geh doch nicht so da ran. Auch eine Granate? Ja. Alter. Jetzt hier auch mal was. Guck mal, das ist nur so verstreut. Aha. Kann sein, wir stehen jetzt auf einer. Die anderen leben noch. Aha. Oder haben die nichts mehr gefunden. Starten. So, wir sind aufgeschlossen. Und habt ihr schöne Sachen gefunden? Alter, ist das so krass hier, oder? So übelst schwere Metallstücke mit Einschussspuren und aha, irgendwie Granaten, also jede Menge Zeug. Aber, ja, heb mal hoch. Sieh aus. Nächste. Ja, aber irgendwie oben das Stück. Mhm. Aus Plastik, aber. Ja, wie Hammer. Viel? Zwei. Super, ne? Nur zwei. Schämt ihr euch nicht. Nur zwei. So Leute, wir wollten gerade gehen. Alter! Alter Schwede. Mach mal weniger Licht. Also was? Ja, so. Liegt er direkt daneben. Alter, das ist, sieht schon modern aus, ne? Ja, ja. Von Fuß daneben. Größten Vergleich. Ja, aber da vorne der Zünder ist noch dran. Oh, ja, ja. Da, also. Das ist ein ganz eigenartiges Gerät. Ja. Das ist auf jeden Fall von einer Seite, ne? Alter, es ist so krank, was hier rumliegt, ne? Weißt du, das sind noch die Weinflaschen von früher? Ja. Da drinnen sind die Laden.
Schaden. Alter, oh ja, Spaten hier. Oh, ach da, tatsächlich. Alter, ist er rein? Alter Schwede. Das reizt einen jetzt schon ein bisschen, ne? Also, wir haben jetzt hier noch eine Höhle gefunden. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt mal reingehen. Für die Wissenschaft. Da liegt auf jeden Fall noch eine Granate drin. Ja. Weinflaschen. Und Holz. Ja, es ist hier unten so ein Raum. Ja. Also hier ist die Granate. Jetzt hier in dieser Höhle, in der Felsspalte. Oh, das sieht alles nicht so safe aus hier. Guck mal, da rausgehen. Boah! Da bin ich reingekommen. So, das gucken wir uns noch an hier. Ja, ich bin schon. Der Jörg wartet eigentlich schon auf uns, ne? Aber. Alter Schwede, was ist denn hier los? Uiuiui. Krass. Hey, du weißt ja gar nicht, was du hier angucken sollst. Vielleicht ist auch der Keller, der leergeräumt wurde von gerade. Das ist die eine, alle da hingetan hat, ne? Oh Mann, ey. Heftig. Weinflaschen. Klasse. Hat denen viel gesoffen, dann musst du das aushalten. Ja. Wenn er Rotwein kriegt, ohne Ende. Wird das ein bisschen. Krass. Meinst du, wie schwer ist das? Fünf Kilo? Und hier ist die nächste Granate. Ach, echt? Ja. Ich sehe das und dann auf einmal. Zeig mal. Ha ha.